is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Gottes Volk, angeblich an allen Schuld. Weh aber der Erde und dem Meer, denn der Teufel kommt zu euch hinab und hat einen großen Zorn und weiß, dass er wenig Zeit hat. Während sich die Menschen immer weiter von Gott entfernen, darf Satan über die Kinder des Ungehorsams seine Macht ausüben. Er schleudert Vernichtung unter den Menschen. Da gibt es Unglücke auf dem Land und auf dem Meer. Sachwerte und Menschenleben werden durch Feuer und Flut vernichtet. Satan beschließt, die Schuld an all dem auf die zu schieben, die sich von dem von ihm errichteten Götzenbild nicht beugen wollen. Seine Agenten weisen auf die siebenen Tagsadventisten als die Ursache dieser Schwierigkeiten. Diese Leute fordern das Gesetz heraus, behaupten sie. Sie entweihen den Sonntag. Wenn man sie dazu zwingen könnte, das Sonntagsgesetz zu halten, dann würden diese furchtbaren Strafgerichte aufhören. Unglücke werden kommen, furchtbare und völlig unerwartete Katastrophen. Und diese Zerstörungen werden Schlag auf Schlag hintereinander folgen. Werden die von Gott gegebenen Warnungen befolgt und denken Kirchen um und erneuern ihre Treue zu Gott, dann können andere Städte noch eine Zeit lang verschont bleiben. Wenn aber verführte und betrogene Menschen so weitermachen wie bisher, Gottes Gesetz missachten und den Leuten Irrlehren vorlegen, dann lässt Gott zu, dass sie unter Unglück leiden, damit ihre Sinne erwachen. Die Gerichte werden der Bosheit der Leute und der Erkenntnis der Wahrheit, die sie gehabt haben, entsprechen. Wenn sie die Wahrheit kannten, dann wird sich ihre Strafe nach ihrem Erkenntnisgrad richten. Satan gibt seine eigene Erklärung der Ereignisse. Da denken führende Männer so, wie er es haben möchte. Die Unglücke, die das Land erfüllen, seien das Ergebnis der Sonntagsentheiligung. In der Absicht, den Zorn abzuwenden, verabschieden diese einflussreichen Männer Gesetze, durch die eine Sonntagsheiligung durchgesetzt wird. Sie meinen, sie würden Gott dienen, wenn sie diesen falschen Ruhetag immer höher erheben und für das Sonntagsgesetz für den Zeugesabbat gehorsam erzwingen. Wer Gott ehrt, indem er den wahren Sabbat hält, wird Gott gegenüber als unloyal betrachtet. Dabei sind in Wirklichkeit die anderen Gott untreu, weil sie den Sabbat, der aus Eden stammt, mit sich treten. The Lord is coming. Are